Wir werden in diesem Video häufig von Klassen und Interfaces in einem Atemzug sprechen. Daher führen wir einen neuen Oberbegriff für beides ein. Ein komplexer Typ ist also einfach eine Klasse oder ein Interface. Wir haben schon einige nützliche Klassen aus der Java Standardbibliothek gesehen, die wir einfach so geschenkt bekommen haben. Es gibt hunderte komplexe Typen in der Java Standardbibliothek. Damit das Ganze übersichtlich bleibt, ist sie hierarchisch in Packages gegliedert und daher ein gutes einführendes Beispiel für Packages allgemein. Auf oberster Ebene gibt es eine grobe Einteilung in Packages. Die uns hier interessierenden komplexen Typen sind alle in Package Java. Und zwar speziell in diesen vier Unterpackages. Unterpackages nennt man auch wie im Englischen Subpackages. Wenn man von Packages und Subpackages in einem Atemzug sprechen will, spricht man meist unterschiedslos nur von Packages, denn Subpackages sind ja auch Packages, nur halt unter anderen Packages eingegliedert. Auch diese Subpackages wie etwa AWT haben wiederum Subpackages. Theoretisch könnte es noch beliebig tief weitergehen, aber in diesem konkreten Beispiel sind wir in der Hierarchie ganz unten angekommen. Das sind die exakten Namen der Packages, die Sie eben im Diagramm gesehen haben. Zuerst das oberste Package in der Hierarchie, dann das zweitoberste und so weiter. Package-Namen sehen also aus wie Verzeichnisnamen, nur dass der Punkt das Trennsymbol ist. Das sind drei Beispiele für die exakten Namen von komplexen Typen in der Standardbibliothek. Jeder komplexe Typ ist in einem Package und der Name des komplexen Typs kommt nach dem Namen des Packages, und zwar durch einen Punkt getrennt. Die Klasse String heißt ganz exakt also nicht einfach String, sondern Java Lang String. Das Lang steht für English Language, also Sprache. In Java Lang sind Klassen, die sehr eng mit der Sprache Java verbandelt und in den allermeisten Java-Programmen nützlich sind. Die Klasse Graphics ist uns schon im Fallbeispiel zu zweidimensionalen geometrischen Formen begegnet. Das Kürzel AWT steht für Abstract Windowing Toolkit. Das Package Java AWT ist also so etwas wie ein abstrakter Werkzeugkasten für den Zusammenbau und das Füllen von Bildschirmfenstern und anderen Zeichenflächen. Hier finden sich beispielsweise auch Klassen, deren Objekte Fenster, Buttons, Menüs und so weiter darstellen. Auch die Klasse Color haben wir im Fallbeispiel zu zweidimensionalen geometrischen Formen gesehen. Das Subpackage AWT enthält sehr viele komplexe Typen. Zur besseren Übersicht hat das Package AWT daher seinerseits weitere Subpackages, in die jeweils thematisch zusammenhängende komplexe Typen ausgelagert sind. In Subpackage Color ist logischerweise alles ausgelagert, was mit Farben zu tun hat. Wenn wir einen komplexen Typ aus einem Package in einer Quelldatei verwenden wollen, dann müssen wir entweder das gesamte Package oder die einzelnen komplexen Typen, die wir verwenden wollen, importieren. Dazu dient das Schlüsselwort import. An den Anfang der Quelldatei schreiben wir alle Importzeilen, die nötig sind, um alle komplexen Typen zu importieren, die in dieser Quelldatei sichtbar und verwendbar sein sollen. Mit dieser Zeile werden alle komplexen Typen importiert, die in Subpackage Util von Package Java sind. Das Util steht für Utilities. In Java Util finden Sie komplexe Typen, die von allgemeiner Nützlichkeit sind, im Gegensatz etwa zum Package Java AWT, das, wie wir eben gesehen haben, speziell nur für grafische Benutzerschnittstellen da ist. Mit dieser Zeile wird nur ein einzelner komplexer Typ importiert, nämlich Klasse Color in Package Java AWT Color. Die anderen komplexen Typen in Java AWT Color sind nicht importiert und somit auch nicht sichtbar und nicht verwendbar. Mit dieser Zeile hingegen würden alle komplexen Typen aus Package Java AWT Color importiert. Insbesondere würde die dritte Zeile die zweite überflüssig machen. Was genau durch eine Importzeile importiert wird und was nicht, sehen wir uns genauer an einem kleinen Beispiel in zwei Variationen an. Erste Variation: Wir importieren genau einen komplexen Typ. Der importierte komplexe Typ ist ohne Nennung des Packages danach sichtbar und verwendbar. Zweite Variante: Wir importieren alle komplexen Typen in Package Java AWT. Klasse Graphics ist auch in dieser Variante sichtbar und verwendbar, denn Graphics ist in Package Java AWT.
Klasse Color hingegen ist nicht sichtbar und somit auch nicht verwendbar, denn Color ist nicht in Java AWT, sondern im Subpackage Java AWT Color von Java AWT. Subpackages werden nicht mit importiert. Warum konnten wir dann aber bislang schon zum Beispiel die Klasse String verwenden, ohne das Package Java lang zu importieren, zu dem die Klasse String gehört? Die Antwort ist, dass es zwei Packages gibt, die eine Sonderstellung einnehmen. Ohne dass wir es explizit hinschreiben müssten, sind die Packages Java und Java lang immer schon importiert. Das heißt, alle komplexen Typen in diesen beiden Packages sind automatisch immer schon sichtbar und verwendbar. Bislang haben wir uns mit Packages beschäftigt, die andere für uns gebaut haben. Jetzt werden wir sehen, wie wir unsere eigenen Packages bauen, die wir und andere verwenden können. Technisch gesprochen wird ein Package aus mehreren Java-Quelldateien bzw. deren Übersetzungen gebildet. Damit eine Quelldatei zum Package gehört, müssen wir das am Anfang der Quelldatei explizit angeben. Und zwar durch eine Zeile mit Schlüsselwort Package, gefolgt vom Namen des Packages. Unser beispielhaftes Package soll einfach mein Package heißen. Namen von Packages sind Bezeichner. Siehe das Video zu syntaktischen Bestandteilen. Per Konvention enthalten Namen von Packages keine Großbuchstaben. Meistens enthalten sie nur Kleinbuchstaben, manchmal auch Ziffern und den Underscore. Die Package-Zeile muss auch wirklich die allererste sein. Und natürlich gehört jede Quelldatei zu höchstens einem Package, das heißt höchstens eine solche Zeile am Anfang jeder Quelldatei. Wie sieht nun eine Quelldatei in einem Package aus? Eine Package-Klausel als erste Zeile, die nicht leer und auch kein Kommentar ist. Und dann eine Folge von komplexen Typen. Bisher haben wir aber keine Package-Zeile in unsere Quelldateien geschrieben. In diesem Fall ist die Quelldatei formal ein eigenes Package, allerdings eines ohne Namen, von dem dann natürlich nichts anderswo importiert werden kann. Für unsere ersten Schritte mit Java ist das noch okay, aber professionelle Softwareerstellung ist ohne Packages kaum noch vernünftig organisierbar. Daher wird man professionelle Software praktisch immer in einer Hierarchie, ähnlich wie bei der Java Standardbibliothek, organisiert finden. Was wir später insbesondere zu Zugriffsrechten im Zusammenhang mit Packages sagen werden, gilt genauso auch für Quelldateien ohne Package-Zeile. Was aus einer Quelldatei ist nun nach außen hin, also außerhalb des Packages, sichtbar und verwendbar und was nicht? Ein einziger komplexer Typ, also eine einzige Klasse oder alternativ ein einziges Interface darf public sein in jeder Quelldatei. Die entscheidende Wirkung von Public für einen komplexen Typ ist, dass dieser einzelne komplexe Typ mit seinen Attributen und Methoden außerhalb des Packages sichtbar und verwendbar ist, also importiert werden kann. Alle anderen Inhalte sind nur innerhalb des Packages sichtbar. Ein wichtiger Punkt ist zu beachten: Wir sind nicht frei in der Namenswahl für die Quelldatei. Die Quelldatei muss inklusive Groß- und Kleinschreibung exakt denselben Namen haben wie diese Public-Klasse bzw. dieses Public-Interface. Eine solche Quelldatei kann durchaus beliebig viele weitere komplexe Typen enthalten. Diese sind aber, wie gesagt, nicht außerhalb des Packages sichtbar. Ein kleines Beispiel dazu. Wie gefordert ist nicht mehr als ein komplexer Typ Public. Der Name dieses komplexen Typs ist hundertprozentig identisch mit dem Namen der Quelldatei vor der Endung .java. Die anderen komplexen Typen in dieser Quelldatei sind nicht public. Diese sind nur innerhalb des Packages sichtbar, dort aber in allen Quelldateien. In Analogie zu Attributen und Methoden einer Klasse kann man also in gewisser Weise sagen, dass komplexe Typen public oder private Bestandteile von Packages sind. Wozu macht man sich eigentlich diesen ganzen Aufwand mit den Packages? Erster Grund: Um bei Dutzenden oder Hunderten Klassen und Interfaces den Überblick zu behalten, ist es hilfreich, komplexe Typen nach Zusammengehörigkeit zu gruppieren. Insbesondere hilft diese Gruppierung, das ist der zweite Grund, zur Orientierung, wenn man den Namen einer Klasse bzw. eines Interfaces nicht genau weiß oder wenn man nur vermutet, dass eine bestimmte Funktionalität in einer Klassenbibliothek angeboten wird. Einfaches Beispiel:
Wir möchten gerne aus einem Java-Programm aus ein Fenster auf dem Bildschirm öffnen. Wir vermuten, dass die Java-Standardbibliothek unterstützende Funktionalität dafür bietet. Wo genau schauen wir nach? Es bietet sich an, in Java AWT zu schauen und Bingo, eine Klasse Window, die genau das leistet, findet sich dort tatsächlich. Dritter Grund: In der Regel sind diverse komplexe Typen in einem Package überhaupt nicht dafür gedacht, nach außen sichtbar zu sein. Das sind meist Hilfsklassen, die diejenigen Klassen unterstützen, die tatsächlich nach außen sichtbar und somit außerhalb des Packages verwendbar sind. Die komplexen Typen innerhalb des Packages können aber, wie schon gesagt, beliebig auf diese Hilfsklassen zugreifen. Nun zum vierten Grund. In verschiedenen Softwarebibliotheken kann es ja durchaus denselben Bezeichner als Namen eines komplexen Typs geben. Zum Beispiel dürfte es weltweit in Java-Bibliotheken sehr viele Klassen geben mit einem Namen wie etwa Person oder Datum oder Ellipse oder Vektor und so weiter. Will man mehrere Java-Bibliotheken benutzen, in denen derselbe Name vorkommt, dann ergäbe sich ohne Packages ein Namenskonflikt. Aber mit Packages sind solche Namenskonflikte auflösbar. Das sehen wir leicht an einem kleinen Beispiel. Ein erstes fiktives Package exportiert zwei komplexe Typen mit Namen X und Y. Ein zweites fiktives Package exportiert zwei komplexe Typen mit Namen X und Z. Das X aus meinem Package 2 hat meist natürlich überhaupt nichts mit dem X aus meinem Package 1 zu tun, sondern trägt nur rein zufällig denselben Namen. In einer Quelldatei werden jetzt beide Packages importiert. Der Name Y wird nur von meinem Package 1 exportiert, also kein Problem. Dasselbe gilt für den Namen Z. Aber bei X gibt es ein Problem. Welcher der beiden komplexen Typen namens X ist hier gemeint? Der aus meinem Package 1 oder der aus meinem Package 2? Mit Voranstellung des jeweiligen Package-Namens ist der Namenskonflikt aber aufgelöst. Noch einmal zusammengefasst. Es geht um den Fall, dass zwei komplexe Typen zufällig denselben Namen haben. Können die beiden in einem und demselben Package sein? Die Antwort ist ein klares Nein, beim Übersetzen würde es eine Fehlermeldung geben. Dass aber hin und wieder auch einmal derselbe Name in zwei verschiedenen importierten Packages vergeben wird und das auch noch public, ist praktisch nicht zu vermeiden. Aber wie im Beispiel gezeigt, lässt sich dieses Problem durch Voranstellung des jeweiligen Package-Namens lösen. Aber auch das Importieren von Packages funktioniert nur, wenn zwei Packages nicht zufällig identisch heißen. Zwei Packages mit demselben Namen kann man natürlich nicht in derselben Quelldatei importieren. Aber vielleicht möchte man doch Funktionalität aus beiden Packages in derselben Quelldatei nutzen. Weltweit hat sich eine Standardkonvention entwickelt, wie Firmen und Institutionen die von ihnen angebotenen Packages benennen, sodass Packages aus verschiedenen Firmen und Institutionen garantiert nicht identisch heißen. Der Package-Name ist im Prinzip der Name der Webdomain. Aber umgedreht, weil ja bei Webdomänen der spezifischste Teil als erstes kommt und bei Package-Name als letztes. Außerdem kann ein Domainname auch Zeichen enthalten, die für Bezeichner in Java nicht erlaubt sind. Solche Zeichen werden meist durch einen Underscore ersetzt. Das zum Beispiel wäre ein geeigneter Name für ein Java-Package, das vom Fachbereich Informatik der TU Darmstadt für die Allgemeine Informatik 1 bereitgestellt wird. Ein Bindestrich ist für Bezeichner in Java nicht erlaubt und wird daher durch einen Underscore ersetzt. Werden von ein und derselben Firma oder Institution mehrere verschiedene Packages angeboten, muss diese natürlich durch interne Regeln dafür sorgen, dass keine zwei von ihr angebotenen Packages identisch heißen. Technisch läuft das auf weitere erweiternde Namensbestandteile nach dem umgedrehten Domainnamen hinaus. Nun kommen wir zum zweiten Thema dieses Videos, die Zugriffsrechte. Diese Konstellation kennen wir schon aus diversen Beispielen, Attribute, die public sind. Hier noch einmal ein paar unterschiedliche Beispiele, wie Attribute von Klassen so aussehen können. Das alles kann man nun mit diesen Attributen außerhalb der Klasse machen, weil die Attribute eben public sind. Für alle variablen Attribute kann man Werte setzen und sowohl bei variablen als auch bei konstanten Attributen kann der momentane Wert gelesen werden. Analog verhält es sich bei Methoden. Hier drei verschiedene Beispiele für Methoden, die alle drei public sind.
Außerhalb der Klasse ist wegen Public wieder alles erlaubt. Jede Methode mit Rückgabewert kann wie ein Wert verwendet werden, zum Beispiel kann der Rückgabewert auf dem Bildschirm ausgegeben werden. Und jede Void-Methode kann stattdessen als eine eigene Anweisung aufgerufen werden. Jetzt dasselbe noch einmal, aber nun mit Private statt Public. Setzen der Variablenattribute geht dann eben nicht außerhalb der Klasse und Lesen von Private-Attributen geht auch nicht. Analog, wenn die Methoden von eben nicht mehr Public, sondern Private sind, diese Aufrufe gehen dann nicht mehr und dieser Aufruf ebenfalls nicht mehr. Bis jetzt haben wir uns angesehen, was außerhalb der Klasse mit Private-Attributen und Methoden nicht geht. Jetzt noch einmal zur Klarstellung ein Beispiel, das zeigt, dass selbst bei Private der Zugriff innerhalb der Klasse uneingeschränkt ist. Insbesondere kann auch auf andere Objekte derselben Klasse uneingeschränkt zugegriffen werden. Dazu hat diese Klasse ein beispielhaftes Private-Attribut und eine beispielhafte Private-Methode. Die Methode M2 hat einen Parameter von der Klasse X5, zu der die Methode M2 selbst gehört. In dieser Methode M2 zeigen wir auf der nächsten Folie exemplarisch, was es genau heißt, dass der Zugriff auf Private-Bestandteile innerhalb der Klasse uneingeschränkt ist. Und so sieht die Methode M2 aus. Diesen Fall kennen wir gut. Dieses Attribut N gehört zu dem Objekt, mit dem die Methode M2 aufgerufen wurde. Und dieser Aufruf von M1 ist ebenfalls mit dem Objekt, mit dem die Methode M2 aufgerufen wurde. Dieser Fall zeigt, was uneingeschränkte Zugriffsmöglichkeit innerhalb der Klasse heißt. Hier wird auf das Private-Attribut und die Private-Methode des Parameters zugegriffen. Das Objekt dahinter ist in der Regel ein anderes, die Klasse ist aber dieselbe. Ein Objekt kann also in einem Methodenaufruf auf die Private-Bereiche aller anderen Objekte derselben Klasse zugreifen. Es fehlt noch ein Zugriffsrecht neben Public und Private, das wir bislang nicht eingeführt haben. Dieses Zugriffsrecht heißt Protected, also Englisch für geschützt. Wir führen dieses Zugriffsrecht ein, indem wir es anhand eines kleinen Beispiels mit Public und Private vergleichen. Zwei Attribute, eines Public, eines Private, und zwei Methoden, eine Public und eine Private. Hinzu kommen ein Attribut und eine Methode, jeweils mit Zugriffsrecht Protected. Wir sehen uns als erstes an, welche Wirkung Protected im Vergleich zu Public und Private beim Zugriff aus einer völlig anderen Klasse hat. Zugriff auf ein Public-Attribut geht natürlich immer. Zugriff auf ein Private-Attribut der Klasse X ist in Klasse Y wie bekannt nicht möglich. Und Protected wirkt in diesem Fall genauso wie Private. Auf ein Protected-Attribut einer Klasse kann in einer anderen Klasse nicht zugegriffen werden. Dasselbe gilt für Methoden. Eine Public-Methode kann von überall her aufgerufen werden. Eine Private-Methode der Klasse X kann nicht in Klasse Y aufgerufen werden. Und eine Protected-Methode von Klasse X kann ebenfalls nicht in Klasse Y aufgerufen werden. Jetzt eine leicht geänderte Situation, die in Bezug auf Protected aber eine völlig andere ist. Wir ersetzen die Klasse Y, die keinerlei Beziehung zu X hatte, durch eine Klasse Z, die von X abgeleitet ist. Bei Public ändert sich natürlich nichts. Bei Private ändert sich ebenfalls nichts. Aber bei Protected ändert sich das Ergebnis fundamental. Und genau das ist der Sinn von Protected. Auf ein Protected-Attribut der Basisklasse wie X kann auch eine abgeleitete Klasse wie Z zugreifen. Das gilt auch genauso, wenn Z nicht unmittelbar wie in diesem Beispiel, sondern mittelbar von X abgeleitet ist. Dasselbe für Methodenaufrufe. Natürlich keine Änderung bei Public, natürlich ebenfalls keine Änderung bei Private. Aber dieselbe Änderung wie eben bei Attributen mit Protected. In einer Methode einer abgeleiteten Klasse kann eine Protected-Methode der Basisklasse aufgerufen werden. Zum Abschluss führen wir die beiden Themen dieses Videos, also Packages und Zugriffsrechte, zusammen. Die drei Zugriffsrechte im Einzelnen. Auf ein Public-Element, egal ob Attribut oder Methode, darf überall zugegriffen werden. Außerhalb des eigenen Packages muss die Klasse natürlich importiert sein,
sonst sind die Klasse und somit ihre Attribute und Methoden nicht sichtbar. Das Zugriffsrecht Private ist das restriktivste. Nur die Methoden der Klasse selbst können auf die Private-Attribute und Private-Methoden der Klasse zugreifen. Zugriffsrecht Protected erlaubt wesentlich mehr. Wie wir gesehen haben, erlaubt Protected Zugriff durch abgeleitete Klassen, und zwar egal, ob im selben Package oder nicht. Aber Protected erlaubt außerdem Zugriff von anderen Klassen aus, die im selben Package sind. Was passiert aber, wenn weder Public noch Private noch Protected angegeben, sondern gar kein Zugriffsrecht spezifiziert ist? Dann ist Zugriff innerhalb des Packages erlaubt, aber sonst nicht. Hier noch einmal die vier Fälle im Überblick, und zwar in der Reihenfolge vom maximal restriktiven bis zu dem am geringsten restriktiven Zugriffsrecht. Also zuerst Private, dann Leer, dann Protected und schließlich Public. Mit diesem Überblick endet für uns das Thema Zugriffsrechte und Packages.